So ein Skiurlaub, das ist schon eine riesen Gaudi, aber natürlich auch nicht ganz frei von Tücken. Deshalb solltet ihr folgende 5 Fehler vermeiden. Ihr fahrt mit dem falschen Equipment. Angefangen von der zu dünnen, winddurchlässigen Jacke, sodass ihr auskühlt, bis hin zum Ski mit abgefahrener Kante. Also nie ohne Equipment-Check auf die Piste. Fahrt bitte auf gar keinen Fall untrainiert in Skiurlaub. Also man unterschätzt es wirklich. Beim Skifahren braucht man so viele Muskeln, die sonst im Alltag eigentlich überhaupt nicht so im Einsatz sind. Deswegen empfehle ich wirklich, mit einem speziellen Programm sich auf den Skiurlaub vorzubereiten. Bitte unbedingt aufwärmen. Ich weiß, es ist sehr verlockend, die unberührte Piste ist direkt vor einem und da möchte man am liebsten sofort drauf los. Aber es ist ganz wichtig, sich aufzuwärmen, weil wenn man kalt und unbeweglich ist, dann sind Verletzungen vorprogrammiert. Viele neigen dazu, sich ein bisschen zu überschätzen. Das ist wirklich sehr gefährlich. Also man muss angepasst fahren an die Bedingungen, an sein eigenes Können. Gerade in Gruppen, wenn man unterwegs ist, dann nimmt das oft so eine Dynamik an. Jeder motiviert sich gegenseitig und dann ist man da ganz schnell mal zu schnell unterwegs. Also denkt dran, die Gesundheit ist wichtiger. Akzeptiert eure Grenzen. Après-Ski gehört natürlich auch dazu, ist eh klar, aber bitte erst den Jagertee nach der letzten Abfahrt trinken. Prost!